Urlaub habe ich dafür. Da gibt es einen solchen Tisch. Hab schon in gesagt, das war ein Künstler-Ebner. Der Georg Heinrich Kohler und die Frau Elisabeth Kuhn-Kohler. Jetzt sind beide bis 1878 1871. Im Park, der ich schon unbedingt an den Anfang hinne. Im Park, der Teil ihres Gartens war, ist heute noch eine Reihe von Besonderheiten im Baumbestand gestanden. Uralte Eichen, Kastanien und Eschen zieren dieses Kleinod in den Teichern. Bei schönem Wetter lagen Bänke zum Verweilen ein. Zum Cash, weil es aber so Pläne mit dem Kreis gab. Die Dose liegt ca. 70 cm hoch in einer kleinen Höhle am Wegesrand. Der kleine Weg um den Teich ist glücklich den Adelsrand. Aber manchmal wohnen auch Kröten oder Spinnen gern drin. Eine Fahrtmöglichkeit ist unweit und verspannt. Greif rein, Hüttel. Ja, ich vermute mal, allen Anschein nach die Dose hier drinne. Ist aber nicht mehr da. We'll be right back.
wirklich ein Recht zum Mensch graben. Nach alter mündlicher Überlieferung sollen die Einwohner Ilsenburgs vormals verpflichtet gewesen sein, die Mönche des Klosters auf dem Schloss täglich mit Wasser, das aus dem Ilsetal aufgetragen wurde, werden musste, zu versorgen. Dies war für die Ilsenburger eine zusätzliche Bürde ihres harten Lebens. Ein einsichtiger Mönch schlug vor, den Ort von dieser Last zu befreien, wenn die Einwohner einen jährlichen Zins von einem guten Pfennig pro Haus auf dem Michaelstag entrichten würden. Der Vorschlag wurde angenommen. Die Mönche huben einen Graben aus und legten eine Leitung, die noch heute Wasser auf den Schlossberg leitet. Der Berg erhielt den Namen Pfennigsberg. Der Graben Pfennigsgraben. In Klammer Menschgraben. Und nun viel Spaß beim Suchen. Hinweis: zwei Stühle, eine Meinung. Noch nie so richtig abgefallen. Nur 48 Meter. Ach, wenn dich auch nicht in Ruhe liegt. Der nächste Cache hängt von Kloster zu Kloster. Nehmt einen Stift mit und hinterlasst ihn bitte so, wie ihr ihn gefunden habt. Viel Spaß beim Suchen. PS: Ich habe die Schwierigkeitsbewertung auf 3 angehoben, da es wohl doch nicht so ganz einfach ist. Die Größe des Caches ist etwa wie eine Fiole, die ihr aus dem Chemieunterricht bestellt. Hinweis: toter Baum an einem alten Zaun. Ah, hier nochmal der Mönchgraben. Also ist eine schöne Gegend hier, hier könnte man wieder mal hinfahren und sich ein bisschen mehr Zeit mit ihm mitbringen. Toter Baum an einem alten Zaun. Acht Meter.
Ach ja, Mann. Ganz schöner Sicherheitszaun muss das gewesen sein. Das sind doch wenigstens 8 mm Drähte hier. Das Kloster muss von der Stasi besetzt gewesen sein. 8 mm Draht. Dicker Stahldraht als Zaun. Und die Halterung hier. Komisch. Oder was war das? Fiberglashalterung. Hier haben sie die Drähte bloß eingeklemmt. Thank you.